Herzlich willkommen zurück. Und ja, ich habe original den Joystick zerschrotet. Er hat schön die Feder zerrissen. Und ja, jetzt probieren wir das Ganze mal mit dem alten Xbox 360 Pad hier. Das wird wahrscheinlich ziemlich eklig werden. Weil ich damit schlecht parallel die Dings. Ich werde bestimmt gleich komplett auf Tastatur umsteigen, weil es sonst so doof wird. Weil mit dem Joystick kann man natürlich nebenbei hier die Zahlen bedienen und das alles, ne? Aber ja, mach das mal mit dem. Ja, hier, nee, komm, lass mal. Das ist. Das ist doch der totale Volldreck hier. Ja, klar, jetzt kommt diese Xbox-Kacke da noch. Ja, bloß nicht auf den Sack. So ein Mist. So. Ja, okay. Pfeiltasten. Na gut. Also auf ein neues. Ab geht's. Scheiße. Das ist jetzt irgendwie. Aber bevor mir jetzt hier endgültig die Lust vergeht, stelle ich jetzt den Schwierigkeitsgrad runter, weil sonst wird es einem echt zu doof, ja. Lösen und angreifen! Nein, das doch nicht. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Kranke! Genau das. So, jetzt wollen wir mal gucken. Kann doch nicht wahr sein. Ich werde die nächste Mission den Schwierigkeitsgrad dann wahrscheinlich wieder höher stellen und dann wollen wir mal gucken. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Kranke! Das ist mal gut, ja. Ich dachte jetzt, dass das ganze Spiel durchgespielt, dass das dann jetzt zum Schluss mal so richtig knackig wird, das war ja abzusehen. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Kranke! So was. Ungewohnte Tastatur, ja. Schon lange nicht mit Tastatur gespielt. Boah, besser mit dem Game hat alle mal, ja. Drauf, ja. Drauf. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Kranke! Feindchen zerstört! Feindchen zerstört! Oh jo. Oh jo. Oh Mist. Feindchen zerstört! Feindchen zerstört! Gibt's da einfach nicht. Feindchen zerstört! Feindchen zerstört! Ich habe keine Hilfe. Feindchen zerstört! Feindchen zerstört! Oh, Kippen raus, Kippen raus. Okay. Warum haben wir das vorher nicht gemacht? Wie es weitergeht hier. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommt wieder die Schleife, ne? Ist wieder. Hat die doof gemacht hier. Das muss irgendwie ein Bug sein oder so. Ist
so ein Stück ins Gebiet anfliegen und dann kommen sie auf einmal. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Ja, dann greifen Sie mein Ziel an. Jawohl, Colonel. Jetzt ist es tatsächlich irgendwie ein bisschen zu einfach schon wieder. Ich will es nicht riskieren, weil wir haben mich vorhin noch verpasst. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Mal vor. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Jetzt wird es noch netter. Naja. Diese HS-Missionen haben den Nachteil, dass man die nur von hinten reinjagen kann. Das ist richtig eklig. Ich hätte ja lieber diese Imrake, naja, und dann. So, Nummer 1. Na komm her, kriegst du schön eine Rakete in den Nacken. Sehr schön. Sofort an meiner Flanke formieren. Jawohl, Karte. Knapp ich mir. Der gehört mir auf meine Abschussliste. So, jetzt haben wir immer noch hier Dings. Können wir, wobei doch wir können, aber ich kann ihn nicht andingsen hier mit dem Target. Stimmt auch, wir auch noch was nicht. Also schwer. Ja, wo denn? Lösen und angreifen! Greif jetzt! So ein abgekastetes Spiel, weil du auch eine Katze bist, Junge. Oder was? Das ist schwierig. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Schwierig in Verbindung mit Bug oder irgendwie sowas. Das ist, ja. Scheiße. Aber es ist nicht unlösbar. Man muss halt, ja, eine Weile fliegen. Eine ganze Weile muss man fliegen. Das werde ich schneiden. Das schneide ich definitiv. Okay, geht doch weiter. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Victory, wo ist er? Darf ich landen? Erstmal hinfliegen. Gottes Willen. Jetzt kommt die Story hier. Oh, leider hat es uns ziemlich erwischt. Lalalalalala. Der bitte Landeerlaubnis erlaubt ist, TCS Victory. Uns hat es ziemlich erwischt, aber ein Landedeck ist Gott sei Dank noch intakt. Sie können also landen, Colonel. Da fehlt aber ein gutes Stück, war synchronisationstechnisch. Was ist denn da los? Ja, wir landen jetzt einfach mal. Besser. Alle Achtung, die Sie durchgehalten haben, wenn man bedenkt, Sie haben bewiesen, dass Sie ein Held sind. Naja, danke, Flint. Wenn ich dran denke, wie dumm mein Verhalten in Lokanda war,
Colonel, das mit Angel tut mir leid. Es tut allen an Bord leid. Sie muss eine tolle Frau gewesen sein. Jojo, das. Hier gibt's Radio Rowlands. Ah. Ja, gehen wir noch von oben nach oben. Das wird nämlich gleich nochmal lustig. Du hast den Spaß verpasst. Was mir sehr leid tut. Ich hab satt, ein Schreibtischflieger zu sein. Du hattest einen kleinen Zusammenstoß mit Trekkath? Ja, ganz richtig. Du verfluchter Mistkerl. Tut mir leid, dass du es auf diese Weise erfahren musstest. Seit wann weißt du es bereits? Seit die Concordia abgestürzt ist. Ah, Paladin ist auf meiner Seite. Zeig es dem Mistkerl. Mann, du hast immer noch den alten Schlag. Auf Vespus hast du da gestanden und mich angelogen. Ich hatte meine Befehle. Nein, mich während der Einsätze zu beschützen, das war deine Aufgabe. Ich habe dich beschützt, indem ich nichts sagte. Was hättest du denn fast getan, als du es rausgefunden hattest? Ich habe dich doch nur vor dir selbst beschützt. Du weißt, wie viel mir diese Frau bedeutet hat. Ja, Chris. Aber es sind schlechte Zeiten. Und wir haben alle jemanden verloren, der uns nahe stand. Warum solltest du eine Ausnahme sein? Ja, den Spruch habe ich schon mal gehört. Wer weiß. Angels Opfer kann uns vielleicht noch nützlich sein. Sie hat eine Botschaft an uns gesendet, bevor sie auf dem Planeten Kyra in Gefangenschaft geriet. Du willst diese Botschaft sicher hören. Ich warte in der Kommandozentrale auf dich. Schön in die Fresse gekriegt. Oh, Radio Rowlands und Cobra. Wäre es möglich, dass die Schiffssensoren Bewegungen im Sektor aufspüren? Oh ja. Ja, doch, dazu müssten diese Dinger imstande sein. Ich müsste nur ein bisschen am Computer rumtüfteln. Dann tun Sie es. Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Paranoia endlich auszahlt. Das wäre doch eine Idee, nicht wahr, Lieutenant? Worum geht es hier? Naja, wir erhalten nach wie vor die verschlüsselten Botschaften, Sir. Cobra denkt jetzt, dass Hobbs... Ich weiß genau, was Cobra jetzt denkt. Sir, Sie wussten das von der Behemoth. Die wissen sogar noch vor uns, was wir vorhaben. Ich kann nicht glauben, dass Sie jetzt noch Sympathie für einen Kerathi empfinden, da... Da ist was dran. Das spielt keine große Rolle. Da ist was dran. Schon gut, ich gebe zu. Wir haben ungewöhnlich viel Pech gehabt in den letzten paar Wochen. Arbeiten Sie an der Dechiffrierung weiter. Ja, Sir. Und Hobbs, Sir? Cobra zurzeit würde ich sagen, dass keiner von uns unverdächtig ist. Hm. Ja. Naja. Gut, auch nicht gut. Weiter geht's. Ich habe etwas mitzuteilen. Die Behemoth war nicht der einzige Trumpf, den die Konföderation im Ärmel hatte. Wir vom Geheimdienst hatten unser eigenes langfristiges Projekt. Das war auch der Grund, wieso Angel nach Kilra musste. Sie hatte ein Paket mit den neuesten Errungenschaften der Technik bei sich. Einen Teil davon hat sie in die Umlaufbahn des Kilrathi Heimatplaneten geschossen. Den anderen Teil, diverse Sender, musste sie am Boden anbringen.
So erhalten wir wichtige Daten über einen Kommunikationssatelliten, der direkt vor dem Kelrathi-Sonnensystem postiert ist. Angel ist zwar tot, aber ihr Werk lebt weiter. Es hat sich herausgestellt, dass der Kelrathi-Planet eine ziemlich unruhige Oberfläche hat, deren Schichten immer wieder in Bewegung geraten. Seine tektonischen Platten verschieben sich laufend, wie bei einem Kartenspiel. Ich vermute, dass diese ständigen schweren Erdbeben der Grund für das aggressive Kelrathi-Verhalten sind und ein kriegstreibendes Volk aus ihnen macht. Kilra hat also eine Achillesferse. In den letzten 10 Jahren haben wir an einer tektonischen Schwingungswaffe gearbeitet. Der Temblor-Bombe. Wenn es uns gelingt, dieses Ding mit absoluter Präzision abzufeuern, dann könnte seine Detonation genau die richtige Resonanzfrequenz herbeiführen, um eine tektonische Reaktion auszulösen, die diesen Planeten buchstäblich in kleine Bruchstücke brechen würde. Aber was nützt es uns, wenn wir ihre Welt zerstören? Sie haben viele Armeen im All. Ihre ganze Kultur beruht auf einer strengen, zentralistischen Hierarchie. Alle Wege führen nach Kilra. Die Bevölkerung würde dem Herrscher jederzeit in den Tod folgen. Wird diese Hierarchie zerstört, sind sie verloren. Gut, worauf warten wir dann noch? Tja, wir haben ein Problem. Das Ding ist nicht fertig. Vor einem Jahr wurde Dr. Severin, der Mann, der für dieses Projekt zuständig war, von den Kelrathi entführt. Wir haben versucht, die Teile ohne ihn zusammenzufügen, aber es hat nicht geklappt. Das heißt, wir müssen Severin holen. Es hat wenig Sinn, darauf zu warten, dass ihn unsere Feinde freilassen. Was? Wir wollen diesen Kerl von einem Gefängnisplaneten holen? Uns bleibt leider keine andere Möglichkeit. Befassen wir uns mit den Einzelheiten der Mission. Der Gefängnisplanet heißt Alcor 5. Wir werden durch ein Hintertürchen in das Sonnensystem eindringen, mit normaler Geschwindigkeit. Colonel, ich möchte, dass Sie einen Erkundungsflug machen. Säubern Sie das Asteroidenfeld. Sorgen Sie bitte dafür, dass wir nicht entdeckt werden. Alles klar, Junge? Alles klar. Tja. Tja, das sind also unsere... Ihr fliegt mit Cobra. Cobra? Ich... Aber das machen wir dann alles im nächsten Part. Bis dann.